Das Zunehmen von Hass, Mord und Mangel an Nächstenliebe ist intensiv, und die Sünde hat die Erde wie ein Lauffeuer heimgesucht. Dienstag, 29. Januar 2013, 4.15 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, die Wut Satans ergießt sich über die Erde, während der Heilige Geist seine göttliche Gegenwart in den Seelen so vieler steigert, durch diese und andere Missionen, die von mir zugelassen werden. Das Zunehmen von Hass, Mord und Mangel an Nächstenliebe ist intensiv, und die Sünde hat die Erde wie ein Lauffeuer heimgesucht. Die Zeit für die Vorbereitung auf den großen Tag meiner Wiederkunft muss jetzt mit großer Sorgfalt beginnen. Da ihr, meine geliebten Anhänger, auf meinen Ruf reagiert, werde ich euren Glauben vergrößern, und ihr werdet euch überall vervielfachen. Diese Mission ist der Höhepunkt aller Richtlinien, die der Menschheit durch meinen Vater gegeben werden, all jenen, die vor euch waren. Begreift ihr nicht, dass, als die Propheten von Anbeginn den Tag des Herrn beschrieben, sich dies auf meine Zeit bezieht, die Zeit, in welcher ich den letzten Bund erfüllen werde? Mein Plan ist es, zu kommen und euch das ewige Leben zu geben, das ich verheißen habe, als ich euch durch meinen Tod am Kreuze von den Ketten der Sünde befreit habe. Zu denjenigen von euch, die sich vor mir in Acht nehmen, wisset, dass ich euch in solch einer Mission wie diese niemals täuschen könnte. Ich würde euch nicht bitten, mir zu helfen, Seelen zu retten und den Teufel zu bekämpfen, oder euch dazu ermuntern zu beten, wäre es nicht ich, euer Jesus, der sich jetzt mit seinem Ruf an euch wendet. Meine armen Kleinen, ihr lebt in einer Wildnis, die nicht von euch stammt. Ich bin euer einziger Weg. Wenn ihr mir jetzt nicht folgt, werdet ihr Zeit vergeuden, indem ihr umherirrt, in die Irre geht und abgelenkt werdet. Euer Glaube kann nur durch die heiligen Sakramente stark bleiben. Behaltet euren Glauben und folgt mir nach. Das ist alles, um was ich euch bitte. Alsdann betet für die Rettung der Seelen. Ich werde euch niemals verurteilen, wenn ihr diese meine heiligen Botschaften nicht annehmt. Aber ich verzeihe euch niemals, wenn ihr gegen das Wort Gottes, das euch durch die Macht des Heiligen Geistes gegeben wird, lästert. Wenn ihr nicht an meine Botschaften glaubt, dann geht weg und fahrt fort mit eurer Hingabe an mich. Meine lieben Jünger, ihr werdet schnell eine große Armee bilden und eine starke Verteidigung gegen die Feinde Gottes. Während diese an Stärke zunimmt, ermutigt bitte so viele meiner gottgeweihten Diener wie möglich, euch zu helfen. Es ist wichtig, dass sie, unabhängig davon, auf wie viel Widerstand sie stoßen, jenen in der Bedrängnis immer noch die tägliche Messe und das Sakrament der Heiligen Kommunion zur Verfügung stellen müssen. Euer Jesus.